endlich mal wieder ein Spiel, was ich mir bestellt habe, was die richtige Thematik hat. Outlife von Pegasus Spiele. 2 bis 4 Spieler, ab 12 Jahre, 45 bis 90 Minuten. So, Outlife. Wirst du derjenige sein, der überlebt? Die Nationalstaaten, wie wir sie kennen, sind in einem globalen Streit um das weltweite Trinkwasser ausgelöscht worden. Die Weltbevölkerung hat sich drastisch verringert. Nur etwa 30.000 Seelen haben überlebt. Und wir sind eine davon. Oh, wie wundervoll. 4 unterschiedliche Gruppen kämpfen um das nackte Überleben. Zuflucht finden sie in unterirdischen Bunkern. Von dort starten sie ihre Streifzüge durch eine vernichtete Welt auf der Suche nach Nahrung und Beute. Ihre einzige Hoffnung auf eine bessere Existenz ist Convoy, eine Organisation, die auf der ganzen Welt nach Überlebenden sucht, die es wert sind, Bürger ihrer subozeanischen Kolonien zu werden. Wird es dir gelingen, das Privileg zu erhalten, Convoy beizutreten? Fragezeichen. Ja, das ist jetzt mal wieder ein Spiel, so, das ist genau meins. Es wurde mir auch in einem Forum ans Herz gelegt, mir das auf jeden Fall zu kaufen. Oh, ich liebe ja sowas, wenn es so um Endzeit, Apokalypse, Zombies, Science Fiction, Fantasy und whatever geht. Oder halt auch mal sowas wie Munchkin Freibeuter, geht auch. Oh. Schönes Spiel. Ich sehe es jetzt schon alleine von der Grafik her, sieht es schon wirklich nice aus. Das ist genau meins. Oh. Ich bin gerade wie ein Wilder am Unboxings machen von Spielen, weil ich mich heute mal wieder ein bisschen hängen lassen. So, hier haben wir die Spielregeln. Okay. Oh nein, das ist zerknickt. Das ist ja jetzt schon traurig. Das sind hier diese Marker von diese Karten, scheinbar von unserem Bunker. Ja, gibt es ein paar von. Ein Spieler, dann haben wir hier Marker drin. -2 Materialien, -2 Munition. Okay, das sind so eine. Ich habe keine Ahnung, was für eine Marker das sind. Okay. Das ist scheinbar, das hier sind Ressourcenmarker, Holz, Fleisch, Metall, Wasser, Konserven, SIM-Karten, keine Ahnung, Munition und Mensch. So, was haben wir hier für schöne Marker? Ach, irgendwas mit Tieren und Wölfen und Weihwasser, leerer Schrank, okay, das ist jetzt komisch. Okay, hier sind verschiedene Marker mit Waffen, Wasserfilter, Spitzhacke, Enterhaken, Bügelsäge, Metalldetektor, Schrotflinte, das ist sehr umfangreich, das Spiel scheinbar. Okay. Da haben wir das gleiche, dasselbe nochmal. Hier haben wir irgendwelche Mannequins mit Zahlen drauf. Ich weiß nicht, ob das welche sind, die Ressourcen suchen. Keine Ahnung. Oh, hier haben wir Tütchen bei. Das finde ich schon mal ganz nice. Das ist ganz cool gemacht. Wenn die Tütchen dazulegen, wo du dann die ganzen Marker und alles reinstecken kannst. Das ist schon mal ganz gut. Okay, hier hast du verschiedene Charaktere scheinbar. Noch mehr Marker. Okay, die werde ich bei Zeiten auch mal auspacken. Und dann haben wir hier das Spielbrett. Gucken wir uns doch auch noch mal an, wie das aussieht. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr... Ist auf jeden Fall richtig schön gemacht. Von der Grafik her ist das wirklich sehr cool. Da werde ich mich jetzt bei Zeit mal mit befassen, dass ich die Regeln lerne und dass ich dann mal ein bisschen mit meinen Kollegen zocke. Gut, jetzt habt ihr mal den Inhalt gesehen. Wurde mir auf jeden Fall ans Herz gelegt, dass ich mir dieses Spiel auf jeden Fall kaufen soll, was ich dann auch gleich umgehend gemacht habe. So, hier habt ihr nochmal den Inhalt. So, ja, jetzt habt ihr das Spiel mal gesehen. Ich werde noch ein Video machen, wenn ich Zeit habe, wie wir zocken. Und euch auch mal berichten, wie ich es gefunden habe.
wenn es irgendwen interessiert. Ansonsten lasst mir ein Like da. Ich werde das Spiel auch verlinken, wenn ich es finden sollte. Ich verlinke meistens alles bei Amazon. Upsala. Weil ich es liebe, bei Amazon einzukaufen. Gibt es natürlich auch bei Milan Spiele, Spieleoffensive und so weiter und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen heutigen Tag. Bis denn dann. Ciao.